Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Escape from Tarkov 011 Patch und zwar heute der Trailer. Wir gucken uns den jetzt in normal an. Also in normaler Geschwindigkeit und dann werde ich den wieder auf Zeitlupe ein bisschen laufen lassen, also ein bisschen verlangsamt und werde dann pausieren, falls wir was sehen. Und damit Start ab und los geht's. So Leute, das war's vom Trailer. Man hat einiges gesehen. Ich werde jetzt hier mal auf. Wo war das? Ach ja, Standard. Werden wir mal gucken, ob das so von der Geschwindigkeit her passt. Siehst du das? Habe ich das falsch rum oder? Hier oben hin. Ach, alles klar. Ja, wir werden das so auf 0,75 machen und werden jetzt uns den Trailer nochmal komplett angucken. Und ich werde mal passieren. Gucken wir mal. Erstmal hier sieht man, fängt schon an, das Scope sieht mir neu aus. Also ich bin noch nicht so hoch, ich weiß nicht, ob es das Scope schon gibt, aber für mich, meines Erachtens, sieht das Scope neu aus. Und so auch das vordere Teil sieht für mich auch schon wie anders aus. Kann mich täuschen, korrigiert mich, aber ich denke mal, weil ich kenne es noch nicht. Hier sieht man nur so ein bisschen den Plan von der Map. So, gucken wir mal weiter. Ist halt der Labs, Terra Group, das ist das Forschungszentrum.
So, jetzt sieht man Nachtsicht und was mir gleich ins Auge gesprungen ist, ist das Visier. Das ist ein Holotectus hinten, das hat die Vergrößerung. Das Hybridvisier ist das, was man so umklappen kann, damit man nah ranzoomen kann und wegklappen kann, damit man nur durchs Holo guckt. Bin so froh, dass es endlich drin ist, das Visier. Ich denke mal, das wird ein Gegenstand Level 4 sein, was man da kriegt, entweder bei Mechanic oder Peacekeeper, meine Meinung. Bin ich mal gespannt. Ich freue mich auf das Visier. Ich brauche noch eine Weile, bis ich da bin, aber warum nicht? Und hier sieht man auch gleich noch was anderes. Dass derjenige, der hier, also der Spieler, der die M4 hat hier mit dem Visier, hat ein anderes Nachtsichtgerät. Und ich denke mal, das ist ein Nachtsichtgerät, was zwei Augen hat. Weil man hat zwar nicht komplett den Rand, wenn man das hier so sieht, sondern man hat so ein Oval. Bei dem anderen hat man einen Kreis gehabt. Seht ihr das? Der hat ein anderes Nachtsichtvisier auf. Sieht man auf jeden Fall. Sieht man hier irgendwas Neues? Ich glaube eher nicht, oder? Ist der Rucksack neu? Nee, oder? Ich weiß es nicht. Das Visier ist das Visier neu. Kommt mir sehr unbekannt vor. Entweder gibt es das schon und ich hatte es einfach noch nicht, oder ist es neu? Die Map ist sehr cool gestaltet, muss ich sagen. Gefällt mir. Jetzt sieht man, wie hoch das geht eigentlich. Es sind mehrere Stockwerke. Hier sieht man noch eine Unterführung wahrscheinlich, die im Keller lang führt. Hier sieht man so den Hauptdistrikt von den Labs in der Mitte. Hier von oben so. Sieht auf jeden Fall cool gemacht aus. Hier laufen sie nochmal durch. Und der hat hier ein neues Nachtsichtgerät auf. Das ist nicht das, was nur ein Auge hat. Das hat zwei Augen, so wie es aussieht. Und der hier, ich weiß nicht, hat er eine neue Brille auf oder was? Und ja, ich kann es nicht genau zuordnen. Ist das das neue Visier, das Wärmebild? Also Wärmebild eher in dem Sinne, aber ihr wisst schon, was ich meine. Oder ist das noch das alte? Da bin ich mal selbst unsicher, ob das ein neues ist oder ein altes. Man hat hier unten eine Batterieanzeige. Das wäre cool, wenn man hier wirklich Batterien mitnehmen muss, damit das funktioniert. Hier sieht man von hinten den neuen Rucksack. Das ist der neue Reiserucksack von der Armee. Bin mal gespannt, wie viel man da mitnehmen kann, ob der genauso groß ist wie der Pilgrim. Bin ich mal gespannt, ich hoff's. Hier hat man nochmal schön das Visier gesehen. Eine voll aufgebaute M4 oder ist das schon die neue? Da bin ich mir jetzt unsicher. Aber ich freue mich auf das Visier. Wie Sau. Alter sich gerade. Und hier, ich weiß nicht, das ist ja eigentlich die Halbauto. Hat hier vorne den Schalldämpfer dran und hier die Haken. Gibt es die Haken schon immer oder ist das neu? Die Haken sind eigentlich dazu da, um eigentlich Gurt drum zu führen. Aber ich habe die vorher noch nie gesehen oder gibt es die schon immer oder war ich einfach nur blind? Also mir ist das irgendwie neu. Ist das ein neuer Schaft oder was ist ein neuer Body? Ich habe keine Ahnung. Das sieht für mich auch schon wieder anders aus. Und der hat hier wieder so ein kleines Detail am Rande und der hat hier noch der wieder ein anderes Visier auf. Es hätte auch sein können, dass das andere Visier war, was hier so das große Visier war. Das große Nachtsicht mit den vier Augen. Und das hier, das ist mit den zwei Augen, weil das ist auch ovalmäßig. Das ist nicht rund. Da könnte es sein, dass das eventuell das mit den zwei Augen ist und das andere war das mit den Vieren. Bup, 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 bup. Könnte sein.
Wenn die ja so im Dunkeln spielen, gibt's die Map in Tag und Nacht? Gibt's da große Unterschiede, wenn man Tag und Nacht hier reingeht? Ich meine, hier drin ist ja eigentlich beleuchtet. So, und hier nächste Detail. Es hieß ja, in der neuen Map werden neue Mechaniken geprüft. Wie zum Beispiel das Escapen, ne? Das Escapen von. Also rauskommen, es gibt verschiedene Mechanismen, die man raus und hier ist eigentlich so ein Mechanismus, der öffnet dann einfach laut die Tür. Die Tür hier, laut. Das heißt, es kommt ein Alarmsignal, es wird eine Durchsage gemacht und jeder weiß, dass du dort escapen möchtest. Es soll aber eine Möglichkeit geben, wo man dort leise rauskommt. Wie das funktioniert, das ist ja noch nicht bekannt, so wie das hier aussieht, aber das ist so ein kleines Detail am Rande. Das ist die neue Mechanik. Da geht es da vorne das, die Tür auf und das macht halt Lärm. Lockt halt die Raider an. Ne, da schießt mit der MP5. Der hat hier den neuen Helm auf. Genau den ich mal mit Google Bilder gefunden habe. Der hat ja oben den Top. Das Top ist ein extra Schutz, eine Schutzplatte für den Kopf oben. Wenn die Schüsse vorne reinkommen, hält er mehr ab. Dafür ist das da. Da soll es wohl zwei verschiedene geben oder was? Das hier ist die neue. Das ist die neue Waffe. Auf jeden Fall, die ist kürzer. Sieht auf jeden Fall neu aus. Da schießt mit einem B5, wie gesagt. Und hier sieht man nochmal schön von der Seite diesen neuen Rucksack. Ziemlich groß das Ding. Ist so groß wie der Pilgrim. Ist ungefähr so groß wie der Attack. Was hier ziemlich komisch ist, er hat hier ein Nachtsichtvisier auf, was aber bläulich ist. Oder täuscht das einfach nur durch das Licht? Und das Visier kommt mir auch unbekannt vor. Und er hat ja auch wieder den neuen Helm auf, sieht man oben ganz, ganz leicht. Die Sturmplatte. Und hier sieht man, sehr gut, das ist eine AK oder RPK. Eins von beiden mit einem Trommelmeck unten dran. Unten ist ein Trommelmeck. Jetzt sieht man eigentlich nichts Neues, oder? Müssen wir noch mal kurz ein Stück zurück. Ja. Er hat erstmal den Taschanga-Helm auf, den ich gerne so nenne. Der hat nämlich das ganz kleine Schlitzvisier. Das sieht man dann noch mal. Das sieht man dann noch mal. Dass der das ganz kleine Schlitz ist, noch kleiner als bei dem einen mit der Scheibe vorne drin. Und hier sieht man die RPK oder was weiß ich mit dem Trommelmeck. Ich weiß nicht, ob das jetzt die RPK ist oder ob das einfach nur eine AK ist, die umgebaut wurde mit dem Trommelmeck. Das ist jetzt schlecht zu erkennen. Und hier, guck mal, zurück. Das Bild hier. Hier ist noch ein Ausgang, so wie das aussieht. Wir beschützen das. Hier oben ist eine Leuchte, die leuchtet. Ich denke mal, hier ist irgendwo ein Ausgang, dass sie das beschützen müssen und warten müssen, bis es aufgeht. Hier rennt er gerade zum Ausgang. Da kommt halt das erste Tarkov-Dingens. Aber es geht ja weiter. So, und hier sieht man die neue 700er. Auf die freue ich mich schon. Bin gespannt. Das ist so eine Sniper in der mittleren Klasse. Ich denke mal, die wird auch so Level 2, Level 3 verfügbar sein, meine Meinung, weil die hat ja nicht so ein Ding wie, so Wumms wie jetzt eine DVL oder so. Ich denke mal, das ist so die amerikanische Variante von der Mosin. Was sieht man hier? Ein Helm, Attack-Rucksack. Könnte ein neuer Schalldämpfer sein. Und hier sieht man schön den neuen. Das hier ist der neue Boss Killer. Den hat man gerade kurz gesehen. Und hier sieht man eine Mosin mit Aufbau zum
Visier und aber mit, also ganz kurz, die hat nicht den Langlauf, sondern den ganz kurzen Lauf. Hier sieht man es. Das ist der Tashanka-Helm. Der schützt wahrscheinlich noch mehr, mein aber das Sichtfeld ist noch weiter eingeschränkt. Man sieht wirklich nur Schlitz. Also bin mal gespannt, wie viel der abfällt, welche Rüstungsklasse der hat, aber der ist wirklich schlitzmäßig. Also man sieht eigentlich fast gar nichts. Hier sieht man einen Killer. Mit der RPK, aber hier bloß mit dem Zeschamek. Aber man sieht's, dass es der Killer ist, weil der hat ja den Helm auf. Und ja, sein Sportoutfit und bla. Und vorne auf der Brust steht eigentlich Killer drauf, aber das sieht man gerade nicht. Und hier hat man noch was gesehen. Es gibt jetzt Brechstangen. Es gibt jetzt andere Nahkampfwaffen, wie Brechstange oder halt Äxte oder Macheten und so Müll. So, und das war's im Großen und Ganzen. Ich habe bestimmt einiges noch übersehen, was ihr gesehen habt, weil mehrere Augen sehen natürlich mehr. Das ist bei mir so ein kleines. Auf jeden Fall, ich finde den Trailer cool. Ich hoffe, dass das Update reibungslos läuft, wenn das kommt, dass die Map ordentlich läuft, dass die Lags nicht so groß sind und dass wieder Spieler dazukommen. Ich meine, Vibe wäre für mich persönlich okay, weil ich bin noch nicht so weit. Viele Leute, die halt schon over der Level 40 sind und 50, die regen sich halt auf. Aber ich sehe das von der Sache, wenn jetzt die ganzen Neulinge reinkommen, wegen den Neujahrserwähnungen, die kriegen einfach nur auf die Fresse und haben keinen Bock mehr auf das Spiel. Weil die ganzen Juggernauts mit ihren Laser-M4s und so ne, sowas da rumrennen und durchwaschen, da hast du mit einer, da kommst du rein mit einer Pistole und bist. Das kannst du vergessen, ne? Für die Leute, die dann neu anfangen, die finden das Spiel, die spielen das 2 Stunden, merken es viel zu hart und haben es runter und da spielen es nicht mehr. Ja, und aber wenn alle gleich anfangen, ich meine, gut, auf eine Art, wenn man da, sagen wir mal, fängt neu an und kämpft gegen einen, der spielt das Spiel schon 2, 3 Jahre, ne? Also in der Alpha und alles, wenn man das alles mit zusammenrechnet, der hat natürlich mehr Skill als der Neuling, aber ich denke mal, das wird eine richtige Klatsche geben für die Neulinge, die jetzt neu anfangen und gegen die ganzen Level 40, 50er, Ober, was weiß ich, da mit Juggernaut-Anzug und so kämpfen müssen. Die werden da keinen Spaß an dem Spiel dran haben. Meine Meinung. Deswegen Vibe. Da haben sie ein bisschen mehr Chancen gegen solch hochequipten, weil es da keine großartig gibt. Auf jeden Fall von mir aus, Dankeschön fürs Zusehen. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Schöne besinnliche Feiertage. Es wird erstmal jetzt kein Video mehr geben. Erst dann wieder nach den Feiertagen. Ich hoffe, ihr versteht das, weil Familie und Co. Bis dahin reingehauen. Euer Stenner. Ciao.